Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer bei Wunder heute. Wir sind zu Gast in den Healing Rooms Augsburg in Deutschland. Und bei mir ist jetzt Dr. Wilfried Schürenberg. Zuerst einmal herzlich willkommen. Danke, danke. Du lebst hier mit deiner Familie in Augsburg. Ja. Eine Frage gleich zu Beginn. Du hattest ja, das war im Juli 2001, ein wirkliches Wunder erlebt. Und es ging um das Lungenkarzinom. Aber als Arzt kannst du uns das am besten kurz beschreiben. Was versteht man überhaupt unter einem Lungenkarzinom? Ja, am Anfang war das eigentlich kein Wunder für mich, sondern eher ein Schock. Ich war mein ganzes Leben gesund und ich hatte nie einen Arzt gebraucht für irgendwas, außer meinen Zahnarzt. Und ich hatte nie eine Narkose. Ich habe eigentlich immer nur gedacht, Krankheit gehört nicht mir, sondern den Patienten, die ich betreut habe. Insofern war es für mich wirklich ein Schock, dieses Erlebnis, auf einmal eine Diagnose zu haben, die mich total aus dem Leben geworfen hat. Und losgegangen ist es eigentlich mit einer Bergwandererung, wo ich, soll ich jetzt mal so weiter erzählen? Natürlich, okay, ja. Losgegangen ist es eigentlich mit einer Bergwanderung, wo ich gedacht habe, da pfeift es ab und zu so ein bisschen. Und ich habe gedacht, ja, ein Heuschnupfen ist jetzt runtergerutscht. Ich habe einen Etagenwechsel. Ich habe hier auf der Lunge jetzt einfach ein bisschen Asthma vom Heuschnupfen. Das war meine Diagnose, die ich mir selbst gestellt habe. Aber das wurde nicht besser. Und nachdem meine Frau immer wieder gesagt hat, geh doch du auch mal zum Arzt. Und da habe ich eines Vormittags den Schluss gefasst, zu einem befreundeten Lungenfacharzt zu gehen. Und der hat mich dann getestet und hat alles angesprochen. Alle Allergietests haben angesprochen. Also ich war voll allergisch. Und dann hat er mich gefragt, ja, wann haben Sie denn das letzte Mal eine Lungenröntgenaufnahme gehabt? Das muss Jahrzehnte vorher gewesen sein. Und dann habe ich eingewilligt, dass er sowas macht. Und ich saß dann in dieser Praxis und ich saß im Flur und dieser Kollege ist ständig an mir so vorbeigelaufen, über eine Stunde lang. Und ich habe mir gedacht, dem geht es aber schlecht. Und hinterher habe ich dann gewusst, dem ging es deswegen schlecht, weil er das Röntgenbild gesehen hat. Und ja, hatte mir gesagt, er sieht da einen Tumor. Und da bin ich sofort am gleichen Vormittag noch in die Röhre gegangen, habe eine Schichtung machen lassen, ein MRT machen lassen, wo das sich eindeutig bestätigt hat, da ist ein Lungenkrebs. Und das war schon ein Schock für mich. Also das war, ich habe erst mal gedacht, Jesus, was ist das? Wieso, warum ich? Und ich habe einfach im Auto schon gebetet, als ich in die Praxis gefahren bin. Und dort hat meine Frau gewartet auf mich und auch die Tochter. Die wollten mit ihrer Freundin, die nach Indien gehen wollten, die brauchten noch eine Impfung von mir. Und dann haben wir dort zu viert gleich als erstes in der Praxis gebetet um Heilung. Und das alles, dieses große Problem, Jesus hingelegt. Und ja, und dann haben wir mit dem Hauskreis gebetet, dann haben wir als Familie gebetet. Ich habe die Ältesten der Gemeinde gerufen, dass sie über mir beten. Und ja, ich habe das einfach auch als Gehorsam getan, damit, weil es in der Bibel so steht, dass sie das Glaubensgebet über mir sprechen und dann wird es dem Kranken wohlgehen. Und das haben wir gemacht. Ja, und dann musste ich, der schlimmste Nachmittag war der Nachmittag, wo ich die Diagnose erhalten hatte am Vormittag, den Nachmittag so zu tun, als wäre nichts. Und die Patienten so zu bedienen, als wäre ich vollkommen fit. Das war ein hartes Stück Arbeit bis zum Abend, wo ich endlich mal meine Gedanken fassen konnte wieder. Mhm. Das war wirklich keine gute Erinnerung an diesen Tag. Es war am 24. Juli 2001. Wie ging es deiner Frau, den Kindern? Ich meine, wenn man hört Lungenkarzinom und du als Arzt, du wusstest ja, was das bedeutet. Und das war bei dir ja eine Form dieses Krebses, wo man sagen muss, die Lebenserwartung, die war sehr gering. Ja, wir mussten dann natürlich auch sofort eine Histologie, das heißt eine Probeentnahme vom Gewebe machen lassen. Und das habe ich dann in Gauting machen lassen. Und dieser Arzt dort war ganz überrascht. Der kam dann zu mir ans Bett nach dieser kurzen Narkose, die man da bekommt. Und hat mir gesagt, das ist etwas ganz überraschend. Sind Sie denn Raucher? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe nie geraucht in meinem Leben. Außer mal vielleicht insgesamt eine Schachtel Zigaretten in meinem Leben.
Nein, ich bin kein Raucher, aber ich habe ein kleinzelliges Karzinom. Das bedeutet, es ist eine der schlimmsten Formen, die sofort metastasiert, die im ganzen Körper überall schon kleine Metastasen bildet, die man nicht operieren kann, weil man sonst die Gefahr läuft, dass man noch mehr streut durch diese Operation. Und deswegen beginnt man mit Chemotherapie und Bestrahlung, und die Lebenserwartung ist miserabel bei dieser Krebsform, bei dem kleinzelligen Bronchialkarzinom. Vor allem, ich hatte auch eine ganz ungünstige Lage. Da war ein ungefähr 5 cm großer Primärtumor direkt neben der Hauptschlagader hier oben, paraaortal, und eine Hilus-Lymphdrüsenmetastase in der gleichen Größe links daneben. Und insofern war das schon ein sehr ungünstiger Befund, wo man also keine lange Überlebenszeit hat. Aber jetzt bin ich, dank unserem Herrn Jesus Christus, bin ich geheilt. Und dank der Strahlentherapie natürlich auch, die darf ich nicht vergessen. Ich habe eine wunderbare Behandlung bekommen. Und ich denke, der Satz ist richtig, den ich unseren Besuchern in den Healing Rooms immer wieder sage. Gott und die Ärzte kämpfen gegen den gleichen Feind, gegen die Krankheit. Also es ist für mich kein Gegensatz, auch ärztlichen Rat, ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Aber das Wichtigste ist, dass wir Gott anrufen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament vom König Asa, der nur sein Heil bei den Ärzten gesucht hat. Und es hat Gott überhaupt nicht gut gefallen. Aber wir haben das Recht, auch Gott, auch die Chemotherapie und Medikamente in Anspruch zu nehmen. Ich habe damals auch in dieser Zeit, wo ich dann diese Krankheits, wo ich einfach die gewusst habe, was ich habe, auch viel gelesen, sehr viele Bücher und sehr viel Bibel gelesen, unter anderem auch die Geschichte von Hiskia. Und dieser König im Alten Testament wurde auch schwer krank, und dann hat er den Propheten Jesaja gerufen zu sich, und er hat ihm gesagt: Bestell dein Haus, du musst sterben. Und dann hat er seinen Kopf zur Wand geneigt und hat geweint und hat geschrien zu Gott. Und dann hat der Jesaja es dann nochmal umgekehrt, hat ihm gesagt: Du kriegst nochmal 15 Jahre. Aber du sollst ein Feigenblatt, ein Feigenwurzel auf deinen Ulkus legen, auf dein Geschwür legen. Und das war für mich so ein Symbol wie Chemotherapie, also wie Medizin. Also einfach auch die Medizin zu verwenden, das Gebet. Er hat geschrien zu Gott, und gleichzeitig hat er auch diese Wurzel nehmen müssen. Als Symbol war das für mich dann auch, die medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Jetzt war das ja bei dir so, Wilfried, dass das, ihr habt gebetet als Familie, wir haben es gehört, im Hauskreis, ja, in der Gemeinde. Und es ist aber nicht von einem Moment auf den anderen geschehen, dass dann sich diese Heilung manifestiert hat. Wir haben gehört, eigentlich ist es so, deine Erwartung, Lebenserwartung, die war fast null. Man wusste vielleicht, ja, wie lange jetzt auch immer, aber ganz schlechte Aussichten. Wann hast du gespürt, jetzt ist diese Heilung in mir durchgebrochen? Kann man das so sagen, dass du irgendwie einmal wusstest, jetzt ist es geschehen? Weil du konntest ja als Allgemeinmediziner dann nicht mehr arbeiten, und deine Frau hat dich da bestens unterstützt in der Praxis und auch mit Stellvertretung. Du warst zu Hause. Und gab es so einen Moment, wo du wusstest, jetzt weiß ich, ich bin geheilt? Das kann ich nicht auf den Tag datieren. Aber ich habe immer mehr mich in das Wort Gottes eingegraben oder hineingebissen. Und ich habe zu Gott geschrien. Ich könnte jetzt sehr viele Bibelstellen sagen, die für mich wichtig geworden sind. Ich merke, dass diese Intensität des Schreiens zu Gott auch was von Bedeutung hat. Wenn ich mir vorstelle, Psalm 30, Vers 3 spricht: Als ich schrie zu dir, Gott, da machtest du mich gesund. Und so ähnlich ging es mir auch. Ich habe zu Gott geschrien. Oder wenn ich an den Blinden denke, an diesen Bartimäus, der zu Gott geschrien hat. Und die Jünger, die Theologen der damaligen Zeit haben ihm gesagt: Sei doch endlich still. Aber er hat geschrien, und Gott hat genau diesen Mann gesehen, dass er geschrien hat. Und ich denke, als jeder, der zu Gott schreit, wird ihn erleben. Und das ist so meine Erfahrung, dass wir
so ein bisschen hilft mir schon auch noch so ein kleines Gebetchen. Und da werde ich nicht von der Krebserkrankung heilen. Das kann nicht sein. Ich glaube, Gott will, dass wir einen existenziellen Schrei loslassen und sagen, ich setze meine Hoffnung nur noch auf dich. Mhm. Alle Karten auf ihn. Mhm. Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, wir haben bereits gehört, dass das Wort Gottes, die Bibel, einen ganz zentralen Stellenwert hatte, auch in diesem Prozess der Heilung. Jetzt, wie lange ging das? Von der medizinischen Diagnose, das war ja, wir haben es gehört, im Juli 2001, ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du wusstest, ich bin geheilt, ich werde das überleben. Also eigentlich ist es ein Wunder, dass du heute da bist. Mhm. Es ist ein Wunder, ja, gell? Für mich ist es ein Wunder. Ja. Mhm. Ich glaube, für viele Ärzte auch. Wir haben im Deggendorf im letzten Jahr ein Seminar gehalten mit zwei weiteren Ärzten, mit einem Internisten, der im Krankenhaus arbeitet, in Mammendorf, und der andere, der ein niedergelassener Internist ist. Und der hat zu mir gesagt, Wilfried, du musst viel mehr betonen, wie schwer krank du eigentlich warst und dass es ein Wunder ist, dass du heute hier stehst. Und wir haben zu dritt ein Seminar gemacht dort, und da kamen viele Leute, und es war wirklich wunderbar, zu dritt das auch mal zu tun mit anderen Kollegen, mhm, die auch an Jesus glauben. Mhm. Kurz nochmal zu der Frage zurück, wie lange ging das, Prozess? Ja. Also 2001 im Juli war die Erstdiagnose, dann habe ich ungefähr ein halbes Jahr lang Behandlung bekommen. Mhm. Erst drei Chemotherapieserien, dann Bestrahlung und dann nochmal zwei Chemotherapien, wobei man normalerweise 6 macht von diesem Schema. Aber ich wollte wieder arbeiten, ein halbes Jahr wenigstens, ich habe mir vorgenommen, im Juli 2002 die Praxis zu verkaufen und wollte bis zu dieser Zeit noch arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe praktisch am 28. Dezember 2001 noch die letzte Chemotherapie gehabt und habe am 3. oder 4., jedenfalls Anfang Januar, wieder begonnen zu arbeiten. Also ein paar Tage nach der letzten Chemo. Und ich war so geschwächt, ich konnte meine Arzttasche nicht tragen, das musste meine Frau machen. Ich musste mich zwischendurch hinlegen. Und bei der nächsten Röntgenkontrolle wurde mir dann gesagt, ja, Sie wissen schon, Sie hatten in den letzten Wochen eine Lungenentzündung. Also dann habe ich mit Chemo und der Chemotherapie und Lungenentzündung gearbeitet. Also das war dann die Erklärung, warum ich mich so mies gefühlt hatte. Mhm. Aber es ist ohne einen Schaden abgegangen. Ich musste nicht einmal Antibiotika schlucken. Mein Körper hat es selber überwunden durch Gottes Hilfe. Dann habe ich bis Juli gearbeitet. Ich wusste gar nicht, wie mein Leben überhaupt weitergeht. Und habe dann am Ende Juni, praktisch zur Jahreshälfte, die Praxis übergeben an einen Kollegen, der sie mir abgekauft hat. Mhm. Und das Timing war auch was Göttliches für meine Begriffe. Ich konnte es zu dem richtigen Zeitpunkt verkaufen. Ich konnte noch einen Preis erzielen, womit ich die Darlehen, die noch auf der Praxis lagen, tilgen konnte. Und ich wusste, das ist jetzt ein göttlicher Stopp. Die Praxistätigkeit werde ich nicht wieder tun. Und ich wusste, da kommt was Neues. Und wann wusste ich ganz genau, dass das abgeschlossen war? Das war mir eigentlich irgendwo schon in den ersten Wochen klar. Die Praxis, das ist ein göttlicher Stopp. Mhm. Aber die Krankheit kommt nicht von Gott. Das war mir hundertprozentig klar. Das ist ein feindlicher Angriff, aber da ist ein Segen daraus entstanden aus der Krankheit. Der Segen kommt von Gott, aber nicht die Krankheit. Mhm. Der Segen aus der Krankheit. Mhm. Der Schrei zu Gott, das sich hinwenden zu Gott, das war was, was den Segen dann bewirkt hat. Eine noch neuere Beziehung zu Gott, zu ihm. Wenn man sich auf einmal merkt, da ist ein ganz liebender Vater, der es wirklich gut mit mir meint, der noch was ganz anderes mit meinem Leben vorhat. Ich habe von meinen Kindern, von der einen Tochter, diesen Bibelvers zugesprochen bekommen aus Psalm 118, Vers 17. Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkünden. Und dann wollte meine andere Tochter, die Sarah, wollte mir auch den gleichen Vers zusprechen, aber sie hat ihre Bibel aufgeschlagen, aber da kam dieser Vers nicht. Dann war sie eigentlich ein bisschen traurig, aber sie hat eine gute Freundin, die ihr per E-Mail diesen
Vers den gleichen Vers, exakt den gleichen Vers, zugemeldet hat und hat gesagt, das sollst du deinem Papa geben. Und das war auch für mich ein unglaubliches Zeichen der Liebe Gottes, dass mir zweimal von verschiedenen Seiten dieser Bibelvers zugesprochen wurde. Und genau das hat sich erfüllt. Ich bin nicht gestorben, sondern ich verkünde die Werke des Herrn. Überall, wo ich hinkomme, überall, wo ich Vorträge halte oder Predigten halte oder für Kranke bete, da tue ich das, was da in diesem Vers steht. Das ist wunderbar. Und wir wollen an dieser Stelle auch unserem himmlischen Vater Jesus Christus auch wirklich und auch dem Heiligen Geist von Herzen danken. Ja. Diesem dreieinigen Gott gebührt die Ehre. Jetzt, wir sind in den Healing Rooms in Augsburg und das führt mich zu der Frage. Du hast Skalpell auf die Seite gelegt und die Praxis verkauft, wie wir gehört haben, und zusammen mit deiner Frau und einem Team die Healing Rooms in Augsburg aufgebaut. Ganz kurz, was versteht man unter Healing Rooms, dass du das vielleicht mal kurz erklärst? Ja. Wir haben bewusst dieses englische Wort mitverwendet, was manche natürlich auch ein bisschen stört. Wir sind ja schließlich hier in Deutschland und es sind eigentlich Heilungsräume. Aber wir haben die Gründer von den Healing Rooms weltweit, die leben in Spokane im Norden von Amerika, in der Nähe von Vancouver. Dort ist der Ort Spokane. Dort haben die Healing Rooms eigentlich begonnen, so um 1900, als John G. Lake dort in Spokane über 100.000 dokumentierte Heilungen hatte. Das war unglaublich und die Ärzteschaft hat ihn dann mehr oder weniger herausgeworfen. Er wurde dann Afrika-Missionar und hat dort sehr viele Gemeinden gegründet. Das war jedenfalls der Beginn und dann später in den 90er Jahren wurde Carl Pierce aus Kalifornien von Gott berufen, dort diese Brunnen der Heilung in Spokane wieder auszugraben. Und das hat er getan und seit 1999 gibt es Healing Rooms in Amerika. Und die Prophetie für diesen Carl Pierce war, dass das ein weltweiter Dienst wird. Und inzwischen gibt es über 1000 Healing Rooms weltweit. Und das ist natürlich auch, deswegen haben wir den gleichen Namen beibehalten, wie der international üblich ist. Also wir schreiben, wenn wir Flyer machen oder wenn wir Einladungen machen, immer Healing Rooms oben drüber und klein drunter Heilungsräume Augsburg, damit es auch jeder versteht. Aber die meisten verwenden auch das Wort Ketchup, ist auch ein englisches Wort und finde, da kann man das Wort Healing Rooms auch verwenden. Genau. Und ihr hattet ja auf dem Herzen, Menschen zu dienen. Du hast erfahren, dass Heilung möglich ist. Und dann eben, so habt ihr dann auch in Augsburg angefangen mit einem Team. Heute seid ihr wie viele Leute? Wir sind im Moment etwa 20 Mitarbeiter aus verschiedenen Kirchengemeinden. Ja. Also es kann sein, dass wenn ein Besucher zu uns kommt, beten meistens zwei oder drei von unserem Team für diese Person. Und es kann sein, dass ein Lutheraner neben einem Pfingstler und daneben noch ein Baptist für einen Besucher betet. Oder ein katholischer Christ mit einem evangelischen zusammen, das ist uns egal, aus welcher Denomination ein Teammitglied kommt. Entscheidend ist, dass wir glauben, was die Bibel sagt. Es entscheidend ist, dass wir wissen, Jesus ist der Heiland. Er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern auch für unsere Krankheiten und er hat alle Flüche auf sich genommen. Er hat alles, was schlecht ist, getragen, damit wir es nicht tragen müssen. Und wie ist das, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ich habe Nöte und ich wohne hier in der Gegend und ich würde eigentlich gerne kommen. Kann jedermann kommen? Kann jedermann kommen, ja. Unten eingeblendet sehen Sie auch die Adresse der Healing Rooms. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und auch wichtige Informationen bezüglich Lehre. Schauen Sie doch dort mal rein. Noch eine Frage. Wilfried, wir haben es gehört, Heilung, du hast es erfahren, eigentlich ein Wunder kann man ganz klar sagen. Ist irgendetwas zurückgekommen davon? Nein. Du kannst sagen, ich bin gesund. Ja, ich bin 100% gesund. Und wenn man muss sich natürlich klar machen, es gibt eine Seite des Lichts und der Finsternis. Es gibt Jesus und es gibt den Gegenspieler, die Mächte, die finsteren Mächte. Und die versuchen natürlich uns immer wieder was vorzugaukeln, so eine Art Luftblasen vor die Augen, dass uns irgendwas an kleinen Problemen riesig erscheint. Und so hatte ich auch mal zwischendurch einen Hüftschmerz
Und der erste Gedanke, wenn man ein Bronchialkarzinom hatte, ist natürlich zu denken an Knochenmetastasen. Das weiß jeder Kollege und jeder gut gebildete, in der Medizin ausgebildete Mensch, dass das sehr häufig vorkommt, dass man Knochenmetastasen bekommt bei Bronchialkarzinom. Und der Gedanke kam in mich hinein, aber ich habe ihn sofort abgewertet und ich habe gesagt, in Jesu Wunden bin ich heil. Ich hätte mich der Angst hingeben können und dem immer mehr Raum zu geben, Röntgen und Untersuchungen und immer mehr an Ängsten in mich hinein aufladen. Aber Angst ist das Gegenteil von Glauben und ich habe Vertrauen dem Wort Gottes, dass ich hundertprozentig heil bin. Da war dieser Schmerz auch weg. Ich bin auch überzeugt, dass diese Erkrankung mit zu tun hat mit negativen Reden, die ich selber über mich gesprochen habe. Beispiel? Da müssen Sie sich jetzt vorstellen, dass das oft sehr, sehr lange Arbeitstage sind, wenn man eine Allgemeinpraxis hat. Das sind 12, 13 Stunden, fast normal. Und man weiß gar nicht, wie man da wieder rauskommt aus diesem Hamsterrad. Und oft war ich abends einfach zu Hause gesessen und man hat auch manchmal gar keine Zeit, auf die Toilette zu gehen. Das Erste, was man dann tut, wenn man nach Hause kommt, sich erst mal in Ruhe auf die Toilette zu begeben. Und da kamen oft solche Gedanken, ich weiß das genau, kamen über mich zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich mag nicht mehr. Und dann später, in dem Zeitpunkt habe ich das nicht realisiert, aber später habe ich gesehen, da steht in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass das, was wir sprechen, wie Flüche oder wie Segensworte wirken können, dann würden wir ganz anders reden. Ich denke dann oft an die Leute in meinem Sprechzimmer früher, die sich regelrecht krank geredet haben, weil sie ständig fast geprahlt haben mit ihren Krankheiten oder einer den anderen übertrumpfen wollte mit irgendwelchen Krankheitsgeschichten. Also ich kann nur jedem empfehlen, rede nicht über die Krankheit, rede über das, was Gott alles in deinem Leben tut. Und es krank macht, weil es einfach krank macht. Schlecht über sich zu reden. Ja, das bringt uns eigentlich schon zum Abschluss dieses Interviews. Ich danke dir ganz herzlich, Wilfried, auch für dieses ermutigende Zeugnis, für diesen Erfahrungsbericht, der bestätigt, dass dieser Gott sich nicht verändert hat, dass er ein liebender Gott ist, ein liebender Vater ist. Und geschätzte Zuschauerinnen, geschätzte Zuschauer, das, was Gott getan hat oder Jesus Christus getan hat für Wilfried, das kann und will er auch für Sie tun. Und darum ist es so wichtig, dass Sie Ihre Hoffnung wirklich auf diesen Gott der Bibel setzen. Ich wünsche dir, deine Frau, auch dem Team, was die Healing Rooms in Augsburg betrifft, einfach weiterhin Gottes Segen, dass ihr vielen, vielen Menschen dienen könnt und dass diese Arbeit so richtig zum Blühen kommt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.